Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde der 80er, zu einem weiteren Moto Origins Review hier auf meinem Kanal. Im Fokus King Randor aus der 2000 X-Line. Und sind wir mal ehrlich, King Randor an sich, zumindest im Vintage-Bereich, hat mich als Kind damals echt nicht interessiert. Da waren weitaus wichtigere Figuren im Vordergrund für mich. Dann ist ja die erste Variante von den Origins erschienen und ich habe zugeschlagen und bin eigentlich soweit zufrieden. Dann wurde aber auch er hier angekündigt und irgendwie habe ich da kein Interesse, zumindest bis jetzt gehabt. Und als ich ihn Samstag dann bei Smith Toys gefunden habe, muss ich doch eingestehen, die Figur ist besser als gedacht. Warum, weshalb, wieso? Das besprechen wir mal nach dem Intro. Bis gleich. Ja, und da steht er jetzt. Unverhofft kommt oft, würde ich mal sagen. Und es ist echt so, wie schon öfters erwähnt, wenn ihr eine Figur vor euch habt, die ihr zunächst echt nicht wolltet, dann wirkt das schon ganz anders. Und ich bin einfach echt begeistert von der Figur. Und das ist ganz einfach. Es sind zwei Faktoren, die ich wirklich total spannend finde, wo ich mir im Vorfeld eigentlich noch nie drüber Gedanken gemacht habe. Und das ist schon komisch. Denn, mal im Ernst, was die Figur ausmacht, ist einerseits, das können wir uns nachher besser nochmal anschauen, ja, einerseits die Hose, die er trägt, eine Masters-Figur mit Hose, das ist was ganz Besonderes. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich habe mich erst die letzten Tage mal mit dem Thema beschäftigt, warum haben Masters-Figuren eigentlich immer nur diese komischen Buchsen an? Und ich finde einfach keinen Nenner für. Ich meine jetzt, wenn man mal davon ausgeht, dass die jetzt im Kampf irgendwie sich da mit verteidigen müssen, mit einem Schlüpper, das bringt nichts. Ich habe keine Ahnung, wieso, weshalb, warum. Wahrscheinlich noch aus den Ursprungsidee des Barbaren. Ich weiß nicht. Ich finde mittlerweile Figuren, so wie Many Faces, die auch zum Beispiel eine Hose hat, weitaus interessanter und irgendwie glaubwürdiger als der Rest der ganzen Motoline. Aber das ist was anderes. Er hat eine Hose und zwar zwei verschiedene, würde ich jetzt sogar behaupten. Und das ist echt eine ganz tolle Sache, wie ich finde. Ich weiß nicht, wie ihr das so seht, aber ich habe da gerade echt Freude dran. Aber auch der obere Part, seine Kleidung, er sieht super aus. Sieht einfach super aus, aber ich will es hier nicht schon alles vorwegnehmen. Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt zunächst die Verpackung einmal genauer an. Mein King Randor kommt ja von Smith Toys. Das bedeutet automatisch eine Standard-EU-Karte, also fehlende Texte und so weiter. Natürlich wiederum sehr schön eine Snake-bestückte Karte und ich mag das sehr, das wisst ihr. Und vor allem hier der untere Teil mit dem Aufkleber gefällt mir auch sehr gut. Diese schuppenförmige finde ich eigentlich spannend, aber mittlerweile für uns ja nichts Neues mehr, also gewohnte aktuelle Kost. Dafür spannender natürlich die Backcard und anfangen wie immer möchte ich mit der Wave. Und eigentlich eine tolle Wave. Wenn man bedenkt, dass jetzt überhaupt kein Kerncharakter mit dabei ist, finde ich die Wave doch sehr gut. Und ich meine auch, dass sie bei euch allen sehr gut ankommt. Für mich interessant natürlich jetzt erstmal der Snake Trooper und die Snake Teeler. Die hätte ich wirklich noch sehr, sehr gerne. Slamurai müsste ich jetzt nicht unbedingt haben. Gefällt mir jetzt nicht. Zumindest da ja auch, so wie es aussieht, Ninja nochmal neu aufgelegt wird, in Anführungszeichen, und man sich den ja ganz gut ordern kann. Auch die Actionbilder gefallen mir sehr gut, auch wenn das ja sehr minimalistisch ist. Die Figur kann einfach nicht so viel, hat auch kein Action-Feature, was bei den Origins ja nicht immer vorhanden ist, aber ich mag das. Ich finde auch sehr interessant, dass der Stab über den Rahmen hinausragt. Das macht das Bild gleich dynamischer und ja, ich mag diese Minibilder und ich finde gut, dass man den Platz genutzt hat. Das kennen wir ja von der Super 7 Neo Vintage Line ja ganz anders. Und natürlich wieder genial das Artwork. Und ich muss ganz klar sagen, die 2000X Cartoon-Serie finde ich genial. Die gefällt mir besser als die Revelation-Serie. Wie Revolution dann sich entwickeln wird, das zeigt die Zukunft. Da bin ich gespannt. Und ich mag auch zugleich den 2000X King Randor viel lieber als unser alten Vintage King Randor. Ganz klar, er ist einfach ein General, ein ehemaliger Kämpfer, der sich auch zu verteidigen weiß. Und man sieht auch hier den schönen Kampf. Ich weiß nicht, ob das jetzt unmittelbar nach der Säureattacke war. Ich glaube, auf jeden Fall zeitlich ein bisschen später, weil auch so ein anderer Ort ist, wo die beiden jetzt kämpfen. Aber ich mag ihn. Er ist einfach, ja, nicht der in der Filmation-Serie ältere, ja,
unbeholfene König. Ich meine, er war jetzt kein Tollpatsch oder so, aber er war ein alter König, der sich nicht verteidigen konnte. Und das ist hier bei dem 2000X King Randor viel interessanter, viel mehr Historie. Und vor allem, was ich total toll bei der Cartoon-Serie fand, er hatte die Synchronstimme gehabt von Norbert Langer. Unsere Synchronstimme aus der Europa-Hörspiel- Serie von den Masters und ich bin ein Riesenfan, sei es bei Magnum oder allgemein seine Stimme, ich finde die wirklich, wirklich toll und ja, passt alles gut zusammen und wie gesagt, ein wunderschönes Artwork mit einem störenden gelben Stern. Jetzt wird's aber spannend. Ich packe die Figur aus, mache einen kurzen Cut und dann schauen wir uns mal alles in aller Ruhe an, denn ich glaube, ja, er gefällt mir doch ein Tick besser als gedacht. Und da steht er in voller Pracht und wie eins gedacht, ja, er gefällt mir sogar besser als ja, erhofft, denn es ist wieder das gleiche Spiel. Zunächst wollte ich die Figur echt nicht haben. Ich habe kaum einen Bezug zu King Randor. Ich habe hier meinen Origins King Randor, den habe ich ja auch als Preview-Ausgabe euch vorgestellt. Das heißt, die Figur bleibt und blieb bis jetzt verpackt. Und eigentlich war das zunächst der Gedanke, das ist eine ganz normale Repaint-Version von King Randor. Das ist er nicht. Ich würde sagen, bis auf den Kopf und vielleicht die Arme ist alles ja so gut wie neu. Und das macht die Figur so spannend. Und ich bin gerade dabei, mir so eine kleine, ja, wie wir alle wahrscheinlich, so eine kleine 2000X Origins-Sammlung aufzubauen. Ich glaube, mir fehlt jetzt nur noch die Evelyn. Demnächst kommt ja noch der Man-at-Arms und dann haben wir schon 4, 5 Figuren. Ich meine jetzt 4 Figuren, ja 5 insgesamt von der 2000X-Line und das kann gerne so weitergehen. Natürlich freue ich mich in ferner Zukunft über weitere oder erstmalige NA-Figuren. Ich meine, den He-Man gibt es ja schon, aber das wäre auch spannend. Eine andere Thematik. Ich mag das. Ich mag das total. Was ich am Anfang der Origins echt verwirrend fand, dass man nicht primär erstmal auf die Standardfiguren ja, sich fixiert hat, sondern jetzt mittlerweile auch dann schon länger auch andere Sublines genommen hat. Das mag ich total und wieso allgemein die 2000X-Line mag ich total. Hätte ich hier mehr Platz bei mir im Raum, glaub mir, ich würde die Figuren sammeln, weil auch diese Toyline war klasse und ist klasse. Aber ja, die Origins machen es auch, das gefällt mir sehr gut und das, was ich von hier aus sehe, gefällt mir echt klasse und ich bin, ja, man kann es sagen, begeistert von King Randor im 2000X-Stil. Und besonders gefällt mir einfach die Erscheinung, das Design und die kleinen Details hier auch auf der Rüstung. Das ist einfach herrlich. Ich weiß nicht, ob die Rüstung bis jetzt schon mal vorgekommen ist an irgendeiner Figur. Ich meine nein. Und ich finde das super, auch der Lendenschutz hier. Es ist einfach eine brachiale Figur. Er ist auch echt, ja, schon für eine Origins sehr schwer. Ganz, ganz toll finde ich die Hosen und hier auch mal dieses, ich vermute, verwunderte Bein und diese Schiene, die er hier trägt, das sieht klasse aus. Das macht die Figur einfach hochwertiger und auch jetzt hier die der Armreif hier, der ist ja auch für mich, glaube ich, neu, auch habe ich noch nirgends gesehen. Also ich bin echt begeistert, das macht alles im Gesamtbild her, was stellt was dar. Toll, auch jetzt der Kopf ist gut, ich weiß nicht, ob es der gleiche ist. Hier sehen wir ja, die Krone fehlt. Hier ist ja diese kleine Mähne noch vorhanden. Das sieht toll aus. Er sieht allgemein etwas jünger aus. Und ja, schön. Das Cape ist hier aus Kunststoff gegossen. Macht seinen Job ganz gut. Ja, ich bin da auch ein Freund von. Es muss nicht immer Stoff bei mir sein. Und ja, also schaut euch mal an. Also im Ganzen echt eine schöne, schöne Version von King Randor. Eigentlich, wie gesagt, eine Figur, die echt unnütz ist oder eigentlich unnötig für mich immer, auch vor allem als Kind war. Aber ich bin jetzt total angetan. Die Gelenke sind auch alle soweit in Ordnung. Da kann ich jetzt auch nichts gegen sagen. Ja, die Knie haben ja klar die neuen Gelenke, diese 3 Rastsysteme. Ich sehe hier eigentlich so gut es geht wie kaum oder gar keine Farbfehler. Also Leute, ich bin angetan. Positiv überrascht von einer Figur, die ich gar nicht haben wollte, bis hin zu einem weiteren Highlight einer ja eher unbedeutenden Wave.
Weiter geht's mit der Waffe und ich glaube, die ist jetzt einmalig, also komplett neu bei den Origins, glaube ich. Ich weiß gar nicht, was der erste King Rando hatte. Ich glaube, der hat den normalen Stab gehabt oder den Speer gehabt von Whiplash. Gut, finde ich gut. Finde ich ganz gut, passt dazu. Ja, vielleicht hätte man ihm noch so ein Schwert beilegen können als so ein Stab. Das macht ihn jetzt etwas, ja, kriegstreiberischer, also einfach als auch als kämpfender König. So sehe ich den 2000X King Rando eigentlich eher. Aber toll, ich finde es schön. Eine tolle Waffe, eine neue Waffe. Ich bin gespannt, wo die nochmal vorkommen. Vielleicht mit einer anderen Farbe. Gefällt mir. Außerdem natürlich mit dabei der Beipackzettel. Hier hat man die Bewegungspunkte und auch die Mix- und Match-Funktion. Das kennen wir. Ist demnach also nichts Neues für uns. Auch wieder klasse, das beiliegende Comic. Und wie erwähnt, die Zeichnungen werden genau wie die Figuren immer besser. Aber ich habe jetzt mal beim ersten Durchblättern noch nicht ganz verstanden, um was es hier geht. Gerade mit Samurai. King Rando und Samurai bekämpfen sich und dann werden sie Freunde. Das geht dann hier so ungefähr auf der anderen Seite weiter. Sieht so aus, als ob King Rando alle unterdrücken möchte und dann die für ihn kämpfen werden. Ich weiß es nicht. Ich finde es ein bisschen... Ich freue mich auf die Übersetzungen und schaue mir mal die englische Variante an. Aber allgemein ein schönes Comic, ein tolles Comic. Man hat hier wieder viele Figuren der aktuellen Wave und ich bin da einfach von angetan. Ich mag die Comics sehr. Ich bin froh, dass die mit noch dabei sind und auch uns erhalten bleiben. Denn das ist immer eine schöne Abwechslung und ja, war für uns damals in den 80ern ein ganz, ganz besondere, ein ganz besonderes Highlight. Das hat einfach die Masterwelt für uns auch damals geprägt und geformt. Und ich finde es einfach schade, dass hier die Sprechblasen nicht dabei sind. Das ist wieder so eine Geschichte, wo man echt ein, zwei, dreimal überlegen muss, was hier eigentlich vorgegangen ist. Und das ist schade, weil das hätte einfach jetzt hier keinen geschadet. Ich meine... Früher war ich da immer so ein bisschen neutral, aber mittlerweile merkt man, manche Comics, die kriegt man so nicht auf der Reihe und da helfen die Texte ungemein. So, kommen wir mal jetzt zu meinem Fazit dieser wunderbaren King Rando 2000X Origins Subline-Figur. Und ist er jetzt ein Pflichtkauf? Nein. Würde ich jetzt nicht sagen. Also, wenn man ihn jetzt nicht haben möchte oder nicht finden kann oder gefunden hat und so weiter und so fort, ihr habt da jetzt keinen schlimmen Fehler begangen. Ne? Also, man muss jetzt eins sagen, er ist eine wunderbare Ergänzung und für mich der King Rando, der mir am besten gefällt und auch meine kleine 2000X-Ecke schön erweitern wird. Aber wenn man ihn jetzt nicht haben möchte, ich denke mal, ihr verpasst da nicht ganz so viel. Ne? Also man muss es so sagen, wie es ist. Es ist jetzt kein normaler Repaint, es ist eine Erweiterung, aber keiner der Kerncharaktere, die wir unbedingt bräuchten. So, das war's für heute. Ich würde sagen, eine schöne Figur. Ich bedanke mich natürlich fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt und ich konnte euch die Figur einen Tick näher bringen. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr schon King Rando habt von der 2000X-Line. Wollt ihr euch den kaufen? Habt ihr Schwierigkeiten, ihn zu bekommen? Auch das interessiert mich. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bleibt retro, sammelt fleißig weiter und bis bald.